Vielleicht schon das Finale von Resident Evil Revelations 2. Wir werden uns das anschauen. Dann fahren wir im Aufzug hier runter. Jetzt geht's runter. Meldet sich die Wesker bestimmt wieder. Stimmt. Warum hat Wesker es auf dich abgesehen? Ich weiß nicht. Ich habe nur einen Moment mit ihr gesprochen, bevor ich total müde wurde. Dann müssen die Antworten wohl von ihr kommen. Da ist ein Emblem! Emblem! Schieß! Oh? Da! Da oben! Da! Ah, kann man noch schießen. Oh. Dachte ich gerade, das muss während dem Fahren vielleicht machen. Das hätte sein können, ne? Ja. Aber es gibt's bestimmt. Das wäre gemein gewesen. Da. Das ist ja mal eine ganz üble Suppe. Okay. Das ist echt mal eine eklige Suppe da unten. Gucken wir uns mal um. Genau. In der ekligen Suppe. In der Suppe jetzt zum Glück nicht. Nur ein bisschen drüber. War da jetzt nicht was? Nee, man kann drüber hüpfen, deswegen wird das angezeigt. Ach so. Das dachte ich gerade. Aber kann natürlich sein, dass du noch irgendwas siehst, was ich jetzt hier mit dem Barry nicht entdecke. Ich probiere gerade mal alles. Hm. Ich hatte so blau geleuchtet, ich dachte, da wäre ein Emblem, aber es leuchtet nur so blau. So. Gleich zwei in einem. Das wären zu viel. Das wären zu viel auf einem, so schnell sind die nicht. Da geht's ja weiter, ne? Hm. Da könnte ich noch reinstiefeln. Sieht nicht so aus. Da oben auch nicht, oder? Nee. Okay. Ich glaube, da haben sie echt nichts. Was? Kein Datensatz gefunden. Du musst irgendwas. Es braucht Authentifikation. Wir haben wohl Pech. Du kannst bestimmt. Mach du mal. Ja. Datensatz gefunden. Zugang gewährt. Natalia, wie hast du... Ich weiß nicht. Sind wir vielleicht doch schon halb Wesker? Ja, ein Teil davon ist schon irgendwie mit drin wahrscheinlich. Und da sie ja später der Körper sein sollte, haben sie vielleicht ihre Handabdrücke und so schon gespeichert, sagen, weil dann später die Wesker, er dachte, dass sie den Körper übernimmt. Mhm. Ah, ich dachte schon. Ui, ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz. Ja, das sah so aus kurz, ne? Und da. Das wollen wir mal sehen. Genug geredet, alte Frau. Hm. Barry! Jo. Ich befürchte ja, dass zuerst wir sterben. Und dann irgendwann stirbt sie. Was ist das denn hier? Sauerei. Das ist das von den Versuchen wahrscheinlich. Die Überreste von den Leuten, ne? Ekelhaft. Was er geschrieben hat, dass kann's die Leute kaputt machen hier. Ja. Das ist ganz schön dunkel. Ja, kann man es an die Seite schieben? Nee. Und ganz schön blutig hier. Das hat wirklich der Leichenkeller, den sie hier hatten. Der Leichenkeller. Naja, ja. Der wortwörtliche Leichenkeller. Wo sie halt dann. Das ist hier. Hier kann man nichts machen. Wow, ist hier dunkel auch. Oh. Probentransportprotokoll. Probenanfrage für die Kultivierungsanlage. Menge 70 menschlich. Ort Industriegebiet, Bewohner der Zonen 17 bis 21. Muss ich jetzt ein bisschen gucken, wo du leuchtest, dass ich was vielleicht sonst sehe. Ist nichts, ne? Da ist was zum Aufmachen. Sturmgewehr. Schön. Okay. Bisschen mehr Licht. Leute. Oh, das sieht ja jetzt wieder putzig aus. Das sieht wieder Resident Evil-mäßig vor allem aus. Ja, da so kommen wir jetzt ins Zuhause von hier oder so. Und so haben die auch oft so Ritter. Ja, aber das sieht jetzt dafür Zeugs. Wieder nett aus. Das haben sie auch immer so. Kommen wir ins Herrenhaus. Ja. Nein, in the Mansion. Oh mein Gott. Okay. So aus. Das sehr geil. Typisch Resident Evil. Für den Hausbau. Ja. Ist wie in einem Film. Ich wünschte, ich könnte hier wohnen. Yeah. Das sagst du. Ich habe echt genug von Villen. Vom ersten Teil. Wer weiß Bescheid. Die Menschen. Was ist hier? Was ist hier? Hui. Sogar mit einem Wappen. Das hält wieder. Ja, geil. Das gefällt mir. Wappenschlüssel. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt cool jetzt. Das ist jetzt richtig geil. So was fällt dem Serienfan. Boah, wie schön das ist. Der halt schon seit Resident Evil 1 dabei ist. Ja, ein bisschen belohnt. Zeig mal.
Das Bild. Aha. Finde ich ganz cool. Einfach so von der Art her halt, dass man so was von ihr hat. Super cool. Resident Evil 5 fing doch auch dann kurz, hat man auch ziemlich schnell in so einem vornehmen Haus gespielt. Im Sechser. Im Sechser, ja. Ja, genau. Da ist irgendwas. Ein Rubin. Da ist ein Toter jedenfalls. Kannst du mir anzeigen? Oh, das hat sie uns nicht gemerkt. Sei vorsichtig. Warte mal ganz kurz. Haben wir hier schon Achso, da geht's in beiden Richtungen. Wir haben noch keine Karte, ne? Okay. Ich will die nur erstmal kurz loswerden. Okay. Deswegen mich vorgegangen. Jetzt komme ich wieder zurück. So. Wie toll. Hast du alles schon gehabt hier? Weiß ich nicht. Ich sehe leider nichts. Aber hier ist auch sonst nichts. Ein Gegner ist halt noch irgendwo. Hier ist auch nichts, oder? Kannst du mal leuchten? Wo ist denn der lang? Ach, da lang. Was ist denn das für ein Bild? Cool. Da auch nicht? Nee. Okay. Könntest du mal hier ins Bad rein? Da liegen ein paar Sachen. Ins Bad? Alkohol, oder? Ja. Wow, das ist auch groß. Da hat jemand Durchfall gehabt. Ja, Blut. Blut, blutigen Stuhlgang. Wie süß das aussieht. Nicht durchsuchen dann. Mir gefällt's. Kann man sich Spiegel gucken? Nee, ne? Schade. Wäre witzig gewesen. Da ist ein Gegner, ne? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Der Fuß. Der guckt gerade in eine Richtung, oder? Der guckt zu uns. Ja, dann warte ich mal. Dreht sich. Der wird sich nicht drehen, glaube ich. Dann warten wir noch kurz. Manchmal. Ja, der zuckt nur so ein bisschen, ne? Der Fuß ist es. Was ist denn mit dem. Ich versuch mal. Ja. Super. Es ist nah, aber sieht uns nicht. Ja, geht so. Aber schnell den Ball. So. Ne? Zacki, kannst zacki. Ah, okay, passt schon. So. Haben wir ihn schon. Da war er schnell an der Tür dann, nachdem wir ihn angeschossen hatten. Der Anfang war gut, dann war er schnell da. Was für eine tolle Couch, will drauf. Cool. So, was haben wir denn hier noch? Hat das Mann, es ist schon wieder dunkel hier. Das hilft doch alles nichts. Nee, das hier ist nichts. Andere Seite von dem Gang. Was? Da hat was geglitzert. Da geht es eh noch weiter, dann kommen wir nochmal zurück. Da hinten war nämlich noch eine Tür. Die würde ich jetzt zuerst erkunden. Die Tür? Hier geht's weiter. Ich würde erst mal gern den Raum angucken. Aber ich sehe halt einfach nichts. Nee, ich leuchte. Sag, wo ich hinleuchte. Hier ist was. Gut. Leucht noch ein bisschen? Mhm. Einfach mir hinterher leuchten wäre am besten. Ja. Da, wo ich hingehe, da leuchtest du einfach. Hier. Dachte ich immer, dass da was geleuchtet hat. Hier vielleicht noch? Bücherregal. Irgendwie oben gucken, ob man was rausschießen kann. Da haben sie es ja immer gerne versteckt und ich. Ah! Voilà. Nee, das warst du. Okay, dann können wir weiter. Hier erstmal noch zurück. Zurück? Da war noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Was ist denn der Gegner? Sieht nicht so aus, nope. Ne? Kein Gegner. Ein Klo! Für Damen vielleicht. Na, hier sind die Pistoirs eher das Herrenklo. Achso. Habe ich noch nicht gesehen. Ah. Und dann war es noch nicht. Ist hier irgendwas hinter gewesen? Da ist was. Da hat doch was geglitzert gerade, oder? Ich habe auch irgendwas gesehen. Dachte ich nämlich auch. Wie es aussieht, nicht. Nee. Irgendwas hat aber kurz, habe ich auch gedacht. Nämlich ganz. Da? Nee, das sieht nicht so aus. Nee. Kann ich sehen, dass hier gar nichts drin ist. Doch, was doch. Was sonst? Den Raum. Gefällt mir aber der Raum. Der schöne Männerklo mit dem Pistoir. Mir gefällt hier alles. Das ist super. Ich bin ein Mädchen, ich darf das. Die Logik. Ich bin wahrhaftig ein Mädchen, dass ich das darf. Die Logik kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber naja. Was ist hier? Bitte mal leuchten. Ein Wappenschlüssel braucht man wieder. Wo bist du denn schon wieder? Ja, hier. Ach so, das war die andere Seite von. Da waren wir schon. Da! Da! Das kannst runterschießen. Ein Smaragd. Perfekt. 1000. Sehr gut. 1000 ist wirklich sehr gut. Hier ist noch ein Wappenschlüssel, den wir noch nicht haben. Schön. Bräuchten wir schon für 2. Ich möchte so öfter sowas spielen. Das macht Spaß.
Die Tapete, die ist doch wie im ersten Teil ein bisschen. Ja, ja, schon ein bisschen. Und gleich ein bisschen pixeliger. War es im ersten Teil? Ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Es sind halt keine Fenster hier, ne? Das ist ja auch nur auf der Erde. Fenster würden nicht so viel bringen. Klopapier. Achso, nee. Fast. Mit Fenstern wird man hier nicht so arg weiterkommen. Ups, hier war ein Emblem, ja. Ja, schön. Wo ist mein Messer? Nein, wird nicht gehen, ne? Hä? Jetzt. Super. So. Warte mal kurz. Kein Gegner. Hier haben wir eine Tür und hinten eine Doppeltür. Das ist doch die kleine erstmal, ne? Ja, die wäre hier, ne? Noch, duschen. Mhm. Steine gibt's dann da drüben, Flasche. Wenn man da rüberkommt. Für mich, die sehe ich schon. Wow, duschen! Du bist etwas seltsam überbegeistert. Ich freue mich. Ich merke schon. Ah, ich weiß, da drüben gibt es Steine. Super Steine. Geh nochmal duschen. Ja, mach das. Lulululu. Obwohl, wenn man ein bisschen was sieht, ist auch nicht verkehrt. So, schön nass. Sieht aus, als hätte ich Lack und Leder an. Passt schon. Oh! Das sind diese Dinger. Die wachen auf, oder? Ich denke schon. Da liegen ein paar Steine. Warte mal, Alex hier ist sie. Hat sie erschaffen. Sie alle. Hast du einen Stein? Rauchpulver. Nee, noch nicht. Nimm dir mal den links hier mit. Nimm mir den hier mit. Ich habe einen Stein. Habt Angst vor mir und ich bin nicht mehr in Lack und Leder. Ich kann schon rauskommen. Ich bin kein Catwoman mehr. Mini-Cat. Ich spinne gerade ein bisschen. Ich merke schon. Ich freue mich, dass wir hier in so einem Ding sind. Können sogar so Monster sein. Ist auch wunderhübsch hier. Das ist toll. Ah, da hat was geglitzert. Guck. Ja, nimm's. Gewehrmunition. Schön. Ist das denn hier? Wieso haben wir eigentlich noch keine Karte? Sind wir vorbeigelatscht wahrscheinlich. Da geht's runter, da geht's, da gibt's eine Tür. Okay. Die stehen sicher alle noch auf. Ich hoffe nicht alle so viele. Das wäre ein bisschen knapp. Einige werden. Zumindest stehen. Ja, einer oder zwei kann ich schon vorstellen. Wollen wir zuerst gehen? Boah, jetzt bin ich so erschrocken. Wenn du da hast es gesehen, du hast da hingeleuchtet und dann hat man da hinten den Schatten gesehen. Und ich dachte mir so, Alter. Da steht noch einer, der ist unsichtbar oder so. Hinten war noch eine Tür, oder was? Ja, unten dann noch. Okay, hinten sind ist noch hier? Die Doppeltür. Moment, da steht einer. Ich gucke mal. Der wach ist oder nicht? So mal kurz, hier glitzert was? Nee. Da vorne glitzert was. So. Dann warte mal bitte. Nicht der Dude ist in dem Glas. Okay, dann passt. Dann passt das. Aber man kommt trotzdem einer raus, wenn wir vorbei Die laufen. Kommen, glaube ich, alle raus. Das glaube ich nicht, das sind viel zu viele. Aber irgendwann Was ist kommt mit ihm hier? Da! Achso, ist ein Sack. Garantiert kommt einer mal raus, wenn wir gerade vorbeilaufen. Als Schocker. Ich würde lieber wieder im Haus oben sein. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Hallo. Die will mich ja sterben sehen. Ich glaube schon, dass die da alles Mögliche raushaut. Nee, doch nicht. Sorry. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich war gerade im Haus. Cool. Fleischerhaken. Eher uncool. Hatte ich davon gar keine mehr von Explosivflaschen. Na dann. Ich habe noch 3 Rauchflaschen, ne? Die werde ich auch werfen. Wenn so viele losgehen, dann sehen die ja nichts mehr. Also wenn sie uns irgendwie so sehr auf die Pelle rücken. Dann werde ich die werfen, ja. Die vielleicht auch vorher bei dem Bosskampf schon mal nutzen können. Früher auch nicht dran gedacht. Hier ist auch überall Blut. Sehr gut. Okay. Bericht über das Uroboros-Virus. Das Uroboros-Virus etabliert sich in organischem Material. Wenn es in einem Leichnam injiziert wird, bildet es einen Kern und reorganisiert dann das organische Material um diesen Kern herum, wo
wodurch es den Leichnam reanimiert. Der Kern fungiert als das Steuerungszentrum des organischen Wachstums. Den Kern zu zerstören negiert auch den Reanimierungsvorgang. Seht das auf diese Schwachstelle, genau. Mhm. Die Fähigkeit des Virus, sich in organischem Material auszubreiten, ist extrem hoch. Würde eine Probe hier die Grenzen dieser Anlage durchbrechen, würde es die Insel in einen Friedhof verwandeln. Alle Sicherheitsmaßnahmen müssten strengstens eingehalten werden. Natürlich haben sie auch Ouroboros in die Hände bekommen. Genau das Richtige. Das habe ich eben bei dir gesehen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Dachdach kann es kaputt machen. Dass Barry im fünften Teil auch aufgetaucht ist. Dass er das mit dem Ouroboros eigentlich weiß. Kennen sie ja trotzdem aus, der Barry. Die wissen das alle untereinander. Ja. Also, das war nämlich Chris Redfield und die Indianerin, die man gespielt hat im fünften. Vielleicht wechsle ich nochmal die... Und guck mal, wie es mit der... Weil die hat jetzt, glaube ich, 6 Schuss. Hä? Nee, er nimmt die Munition einfach mit von der gleichen... Ah, nee, ich habe es nicht richtig ausgetauscht. Hier kommt die Pistole hin. Da die Python. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach. 60 Schuss und die Python hat 6. Genau, dann verschieße ich mal die Munitionsarten einfach und wechsle dann wieder die Waffen. Das finde ich mal ganz gut. Hier ist ein Treppenaufgang, wie man auf der Karte sieht. Und wo geht's hier hin? Hier ist nur ein Raum, wie es aussieht. Sicherheitskarte, okay. Stufe 2. Sicherheitskarten auch noch. Cool. Du findest halt alles cool. Ich finde das jetzt alles toll. Boah, ein Blutsteck. Da. Jetzt haben wir Stufe 1 von diesem Typen hier. Hallo. Ja. Ist noch nicht so lange tot, ne? Sonst würden die ja irgendwie mal faulen anfangen oder sowas. Da oben sind Gegner, ne? Nur, dass ich es mal gesagt habe. Und ziehen wir um. Na, wahrscheinlich hängen die in ihren... Da ist ein Stein. Dahinter. Probenbeseitigungsprotokoll. Die Leiche des Wissenschaftlers, der von den Testpersonen getötet wurde, wurde zur Leichenhalle hinter den Beobachtungsraum gebracht. Körper wurde sterilisiert. Persönliche Gegenstände wie etwa Schlüssel wurden ebenfalls sterilisiert und in der Leichenhalle aufbewahrt. Ein Wappenschlüssel haben wir noch nicht, ne? Nee. Ah, das hast du jetzt gerade gelesen, ne? Ja. Okay, wir müssen jetzt ganz zurück. Ich glaube, zu der ersten Doppeltür. Okay. Da den Sicherheitsschlüssel Nummer 1 benutzen. Dann finden wir irgendwo den Wappenschlüssel und dann können wir hier weiter. Ja, den Wappenschlüssel können wir jetzt öfters wo verwenden, ne? Jetzt haben wir drei Türen. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die dann nicht aufwachen, ne? Das ist gut möglich, dass sie das machen. Es lässt uns aber weit herumgehen, die Aufseherin, ne? Also die Alex. Das hast du gelesen, ne? Hm. Sagen wir schon. Ich sehe nur ein Stück zurück hier. Hoppala. Na, wann kommt einer raus? Sie ist schon kommen. Sollten wir zusammenbleiben? Es könnte sein, dass wenn ich vorbeigehe, dass die dann... Und da war's. Der war es nicht. Nee? Nee, der war es nicht. Da kannst du gucken, wo es war. Ich bin vielleicht... Da ist irgendwas rot da vorne. Mit dem Schleichangriff töten kann. Ist das ein Käfer? Guck mal. Leucht mal hin bitte da an die Wand. Dann nach oben ein bisschen. Ist das ein Käfer? Wo denn genau? Hier siehst du bei mir am Bildschirm, das ist was Rotes. Ist das dahinter? Siehst du das? Ja, was ist dahinter? Dahinter, glaube ich. Das ist, glaube ich, in meinem Raum, oder? Ja. Das wird mir schon angezeigt, das würde sonst mehr leuchten. Jetzt warte mal, hier irgendwo müsste der Käfer dann sein. Da ist ja auch ein Ziegelstein am Boden. Ja. Da ist ein Feind. Barry, da drüben ist etwas. Ein Unsichtbarer? Oh, das ist ein Unsichtbarer. Okay, dann komm mal hier zurück. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Okay, dann warten wir mal, bis der kommt. Dann soll ich die Rauchflasche? Nee, nee. Da vorne ist er nämlich. Nee, ja, das passt schon. Es kommt näher! Nein, rechts. Ja. Da, schieß! Ja. Nochmal. Höher! Da, rechts. Schieß! Ja, sehr gut.
Hatte es wieder aufgestanden? Perfekt. Hier ich irgendwo kann war bestimmt das. Sein, wenn ich aus Versehen auf die Glasbeta schieße, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die dann rauskommen. Ja, aber vielleicht habe ich auch das gesehen, das rote. Das kann auch sein. Weil hier sehe ich jetzt gar nichts. Hier sehe ich jetzt wieder gar nichts mehr. Nö, sehe ich nichts mehr. Da waren wir noch nicht, ne? An die Stelle erinnere ich mich jetzt auch gerade nicht. Das war das, wo ich meinte, da ist noch eine Tür da unten. Ja, genau, die haben wir nicht gemacht. So dunkel, wenn ich direkt davor stehe, sehe ich mit der Lampe nichts. Das ist ein bisschen ätzend. Kann man nichts sonst aufmachen? Okay, Stein. Wenn du es machst, ist es meistens einfach, weil ich beleuchten kann. Da haben wir die Sicherheitsstufe 1, aber lass uns da noch reingucken. Okay. Da steht einer. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da ist auch eine Kiste für mich. Ups, der guckt gerade. Ah, das habe ich doch schon gesehen. Schade. Ich habe ihn angefixt. Kurz zumindest. Das Monster kommt! Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ist noch einer, ja? Wieder auf dem Boden liegt er was? Der steht jetzt auf, ja. Das wow. Monster kommt! Aber war ein großer. Hat auch auf dem rechten Fuß, ne? Ja, ich versuch's. Du sollst mal hier aus dem Raum hier rauszukommen. Okay. Ja, ich stehe hier im Weg. Das Monster kommt! Komm her. Das Monster kommt! So. Es bringt sich ganz schön viel, wenn ich ihn mit einem Stein treffe zuerst. Nicht nachladen, sondern ich will gerade das leer machen, das Gewehr. Das ist eigentlich der Witz. Hier ist eine Kiste für dich. Ja, die mache ich gleich. Guck nur schnell, ob hier was Glitzeriges rum. Was denn? Da wieder aufgeführt haben. Mal hier. Wo bist denn du? Da. Hier. Ist nix, ne? Da liegt was auf dem Boden. Ein Stein. Ach so, ein Stein. Okay. Gut, dann probiere ich das mal. Ja. Sackgasse. Ansonsten. Mhm. Hallo. Okay. Teilebox. Magnum Munitionshalter. Ich möchte meinen Stein noch mitnehmen. So. Ah, schade. Was denn? Ich dachte, ich könnte meinen Stein mitnehmen. Das sind ein paar Gegner, die rum. Also durch. Was ist das hier? Hier nicht. Hier ist keiner. Kann man mal gucken. Alkohol. Sonst scheint hier nichts zu sein. Nee. Hier rechts eine Tür. Das ist auch ein kleiner Raum. Ja. Ohne Gegner, wie es aussieht. Ja. Oh. Notiz eines Forschers. Da der Chef beim Experiment umgekommen ist, wurde die Sicherheit der Kultivierungsanlage auf Stufe 2 erhöht. Ich habe gehört, dass neue Sicherheitskarten im Chefzimmer ausgegeben werden. Ich habe das nur überhört, also werde ich wohl keine bekommen. Vielleicht ist das auch besser so. Die Kultivierungsexperimente mit dem Ouroboros-Virus scheinen echt gefährlich zu sein. Ach nee. Glaube ich nicht. Alles easy. Hier glitzert, wie es aussieht, nichts. Nope. Okay. So, da sind zwei. Liegen beide, oder was? Nee, einer steht, ne? Nee. Noch. Einer liegt, einer steht. Rauchpulver, der es liegt. Ist nah. Aber sieht uns nicht. Links ist ein Stein. Ja, den nehme ich mir gleich. Der liegt. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ich habe ihn mal an. Ja, ich versuche erstmal den hinten. Es ist nah, den hinten aber mal. Sieht uns nicht. Der ist vielleicht im anderen Raum. Ich sehe ihn hier nicht. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Magst du den nicht abstechen? Geht das nicht? Der ist irgendwo dahinter, ne? Irgendwo komisch. Da drin ist er, ne? Ja. Wenn ich aufmache, kommt der raus. Ich guck mal, ob ich mit dem hier irgendwie schnetzen kann. Da muss eine Schwachstelle am Kopf. Sei vorsichtig.
Ausweichen. Das Monster kommt! Da, jetzt! Sehr schön. Ich hab grad nur die Schwachstelle. Du hast dir so lange jetzt Zeit gelassen. Ja, weil ich hab nur die Schwachstelle treffen müssen. So schön ist es, wenn ich nämlich mal erwischt. Was macht denn der für Moves? Okay, so lässt er sich schwer treffen. Okay, jetzt hab ich aufgestanden, danke. Ich hab ihm meinen Stein draufgehauen. Der ist so komisch dann. Ja, auf den hab ich ihm jetzt. Gekrochen. Genau, ja. Ich will mal gucken. Ich hab jetzt leider keinen Stein mehr. Was ist hier? Okay, wir wissen schon, in dem einen ist einer. Da kann natürlich auch was drin liegen trotzdem, ne? Ja, mach auf. Da ist was, Wappenschlüssel. Ich kann's nicht mitnehmen. Bei mir ist voll. Das ist bei mir voll. Ist auf dem Inventarplatz? Kostet sogar einen Inventarplatz. Hast du es mir wieder zugemacht? Ich wollte dir das jetzt gerade rübergeben. Ich hab's schon genommen. Ja, das hätte ich auch machen können. Super, mein Glückstag! Das Monster! Ich schubse! Das Monster kommt! Ja, ich hänge hier fest, Monster. Das ist nicht gut. Das Monster kommt! So! Tot. Da ist nichts mehr, oder? Hier drin? Nee, leider nicht. Wir wussten, dass da was drin ist, aber ich hätte gehofft, dass da noch vielleicht was zum Aufheben ist. Dass man noch was bekommen. Dass sich das lohnt. Aber es war leider nicht so. Wappenschloss, jetzt können wir durch die verschiedenen Türen. Gibt drei Wappen. Ganz am Anfang. Das haben wir jetzt hier alles erkundet, ne? Hier müssen wir wieder raus, oder? Ja. Ich würde nochmal ganz zurück. Oder ich weiß nicht, ob man das haben wir auch hier gehabt. Unten weitergehen muss, dann oder. Haben wir alles gemacht. Ja, wir haben ja jetzt einen Wappenschlüssel hier unten. Ich will erstmal mit dem Wappenschlüssel so ganz zum Eingang zurück. Und dann am Ende musst du eh nochmal durch den. Mit dem. Mit der Nummer 2. Mit der Sicherheit. Da ist einer, da ist einer. Da hinten. Komm mal her zu mir. Ich komm mal wieder her zu dir. Sei vorsichtig. Okay, wo? Ja, hier. Es kommt mehr. Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier zurück. Weil ich will nicht auf die Glasdinger aussehen. Wo bist du denn? Hier hinter dir. Achso. Dann habe ich ein gutes Schussfeld, wenn er hier dann kommt. Hey, Harry, da drüben ist etwas. Ist rechts. Es kommt mehr. Es kommt näher! Jetzt liegt es am Boden. Ist wieder aufgestanden. Es kommt näher! Es ist genau hinter vor der Glas. Glas. Da will ich nicht drauf schießen. Jetzt ist es das hier. Monster kommt du kannst hier. Es schießen. Es ist direkt vor uns. Da! Schieß! Genau. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Okay, sehr schön. Die AK habe ich leer geschossen. Das war nicht der Plan. Was wollte ich hier zurückgehen? Zum Menschen? Zu dem, ja, zu dem Wohnteil sozusagen, ja. So, jetzt sind wir hier durch die Doppeltür. Hier haben wir alles gemacht. Oben war das doch, oder? Ja, genau. Ich gucke fast nicht genau, ob wir noch vorher noch mal einen hatten. Ich merke es ja, wenn ein Gegner irgendwo ist. Mhm. Hier war keiner. Da vorne muss irgendwo dieses Hier waren zwei. Blaue. Hier war ein Wappen und hinten war noch ein Wappen. Dann probier. Die Reihenfolge ist ja wurscht. Und hinten war noch ein Wappen. Mhm. Ganz am Anfang. Guck mal lesen hier. Da. So. Sturmgewehrmunition, sehr schön. Die lade ich jetzt nicht nach, weil ich die im anderen Gewehr haben möchte. Ich sogar zwei. Das war gar nicht zum Lesen. Ich dachte, es wäre zum Lesen gewesen. Zum Lesen gewesen war es aber gar nicht. Seltene Teilebox. Wow. Die können manchmal richtig stark sein. Schaden plus 17. Muss ich mal hier kurz, muss mal ein bisschen leuchten. Ist nichts. Okay. So ein Bonusräumchen, kann man da hoch? So, die Munition hast du, ne? Die lasse ich mal bei dir auch. Dann kann ich nämlich nicht aus dir nachladen. Haha! Okay. Ja, dann ups, ich mache auch noch eine Explosionsflasche. Finde ich ganz cool. Okay. Hier ist nichts mehr. Nee. Okay. Dann ist da hinten noch irgendwo was, ne? Ganz zurück geht's. Vorsicht.
Da steht einer. Guck zu mir. Wo guckt er hin? Nach links? Ich sehe es nicht. Na, hier. Wenn du von hier gehst, wo ich bin, ja, kannst du ihn von hinten. Ja, er guckt zu mir? Ja, hier. Er dreht sich aber ab und zu, oder? Ja, jetzt dreht er sich. Er guckt zu dir. Jetzt warten, bis er sich wieder umdreht. Nee, jetzt guckt er wieder andere Richtung. Guck. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Ja, gerne. So, dann können wir hinten jetzt den letzten Waffenschlüssel. Vielleicht, ich bleib mal. Geh mal nicht zu weit vor, falls ja, das wäre gut. Ich sehe die nämlich. Entdeckst, genau. Mhm. Wäre schön bei ihr geskillt, dass sie so, das sehen kann. So, wo war denn das nochmal? Sind wir hier eigentlich hinten hingegangen? Kann dann das gar nicht gemacht haben. Das können wir gleich mal erkunden. Ich warte erstmal auf dich hier. Jetzt bist du da hinten hin, oder was? Dann das machen wir das eben. Ja, warte mal, ich warte auf. Dann machen wir das eben. Dann erkunden wir das ruhig da hinten. Sind wir gar nicht hingegangen? Nee. Wahnsinn. Hab ich auch. Das ist ein Dining Room. Ja. Hier liegt mit was. Ein paar Ratten. Magnum-Munition. Nehme ich auch mal mit, aber ich will ja nicht nachladen. Ah, da glitzert dann was. Gebe ich die Magnum-Munition dir auch. Dann kann ich mich nicht aus dem nachladen. Ich habe Sturmgewehr wieder gefunden. Die behältst du auch mal. Dann nehme ich dir die Teilebox. Hier kann man lesen. Eben. Hast du noch was da hinten? Augenblick, Gewehr, Pistolen, ist alles richtig. Kann man hier was kaputt machen oder so? Hier drin oder so? Keine Ahnung. Das kannst nur du, das kann ich ja nicht. Wenn du was siehst, wo ich probieren soll, sag Bescheid. Ja, da drüben, da. Ja. Den Schrank. Nee, ne? Nein, geht okay. Nicht kaputt. Und da drüben, bei dem anderen Schrank, ist da ein Emblem oder was drin? Das ist auch gerne. Nee. Nee, okay. Da scheint nicht zu sein. Hier braucht man nochmal den Wappenschlüssel. Was? Also hier braucht man auch den Wappenschlüssel. Okay. Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt 1. Das T-Phobos-Virus zu entwickeln war ein echter Glücksfall für mich. Die anderen Forscher sahen keinen Wert darin. Ein Virus, das ausbricht, wenn der Wirt Furcht empfindet, reagiert auf Noradrenalin. Das ist nutzlos, sagten sie. Zu meinem Glück war Alex anderer Meinung. Nachdem sie meinen Bericht über das Virus gelesen hat, interessierte sie sich sehr für dessen einzigartige Eigenschaft und ernannte mich zum Leiter der Forschungsgruppe. Und als wir uns dem Abschluss näherten, wurde ich zum Forschungsleiter gemacht. Alex schätzt mein Intellekt. Er ist eine Ehre, für sie zu arbeiten. So schwer ist es eigentlich, das gar nicht zu lesen. Was hat er gesagt? Was wollten sie hier erreichen? Eigentlich wissen wir es doch inzwischen schon längst. Passt doch mal auf, Barry. Geht's auch noch weiter? Wahnsinn. Hier ist nichts. Das kannst du kaputt machen, genau. Genau. Vasen kann man schon kaputt machen. Genau, Sturmgewehrmunition behältst du am besten. Sturmgewehr und Magnum gebe ich dir. Kann man nichts machen an der Uhr. Die Uhr. Da kann man was lesen, das mache ich mal hier. Mhm. Na, ich hätte aber, bevor ich das tausche, hätte ich die Verstärkung wechseln sollen. Ich dachte nicht, dass sie so lange unterwegs sind. Sind eine Teilbox. Bin voll viel. Heute kam Stuart vorbei und lieferte die Proben, auf die wir gewartet haben, das Ouroboros-Virus. Wir haben unsere Arbeit an T-Phobos beendet und wenden uns nun Ouroboros zu. Die Untergrundebene der Anlage wird extra zu diesem Zweck umgebaut. Ich bin so aufgeregt, dass ich weiter unter Alex brillantem Intellekt arbeiten kann. Ha! Brillanter Intellekt. Die Uhr! Ja, Uhrenrätsel gab es bis jetzt nicht. Kannst du kaputt machen? Nee, ich komm nicht mal hin. Schade. Uhrenrätsel war sehr beliebt. Die wollte uns jetzt nur erschrecken, die blöde Uhr. Ich habe sie noch angeguckt. Das ist so typisch. Sicherheitsstufe 2 ist hier. Ah, da ist sie. Okay, dann haben wir die. Haben wir nicht noch irgendwo eins gehabt? Eine Tür? Doch, wir haben noch zwei Wappentüren. Kannst du hier mal ein bisschen leuchten? Ich sehe hier nichts. Was ist hier? Nichts mehr, okay. Gut, dann machen wir noch die andere Tür auf, würde ich sagen. Genau, in der nächsten Folge gehen wir also den Weg ein Stück zurück, gehen durch die Wappentür ganz am Anfang und dann wartet hinten ja dann noch die Werkbank auf uns. Ja. Wo wir die ganzen seltenen Teilboxen einbauen können. Und unten die Sicherheitsstufe 2 und auch noch eine andere Wappentür. Also genug zu tun.